Im Konflikt um das Bahnprojekt Stuttgart 21 hat Bahnchef Grube den Gegnern einen runden Tisch vorgeschlagen. Der Sprecher des Projektes, Drexler, hält einen Ausstieg aus dem Vorhaben allerdings für unrealistisch. Im Tagesspiegel sagte er, auch für eine Bürgerbeteiligung sei es jetzt zu spät. Bei den bisher größten Protesten hatten am Abend mehr als 30.000 Menschen gegen Stuttgart 21 demonstriert. Freitagsdemo in Stuttgart. Zehntausende Gegner des umstrittenen Bahnprojekts Stuttgart 21 sind wieder auf der Straße. Der Massenprotest zeigt offenbar Wirkung. Bahnchef Grube und Ministerpräsident Mappus signalisieren erstmals Gesprächsbereitschaft. In einem Radiointerview sagte Grube: Die Kommunikation zu Stuttgart 21 und Wendling-Ulm ist einfach sehr, sehr schlecht gelaufen. Herr Mappus hat vorgeschlagen, sich an einen Tisch zu setzen, aber das nicht an Bedingungen zu knüpfen. Das ist doch der große Unterschied. Sondern lasst uns an einen Tisch setzen, lasst uns weiterhin die Dinge austauschen, insbesondere die Fakten austauschen. Im September soll das Spitzengespräch zwischen Gegnern und Befürwortern stattfinden. Der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer begrüßt den Vorschlag. Es ist erfreulich, dass jetzt endlich Gesprächsbereitschaft einkehrt. 50.000 Menschen auf den Straßen von Stuttgart kann man nicht ignorieren. Und es geht hier auch um die Demokratie, nicht nur um den Bahnhof. Wir müssen ernsthaft nach einer Lösung suchen, die für beide Seiten akzeptabel ist. Unabhängig davon gingen die Arbeiten am Hauptbahnhof heute weiter. Das Gesprächsangebot wird von den Stuttgartern aber positiv aufgenommen. Endlich kommt's. Von daher ist es wichtig, dass man die letzten Wochen auf die Straße gegangen ist. Also es ist einfach so viel noch verdeckt und das muss einfach mal alles ausgesprochen werden. Dafür ist gut, dass da mal ein Gespräch da ist. Die Stuttgart 21-Gegner werden ihre Proteste unvermindert fortsetzen. Für Montag ist schon die nächste Großdemo angekündigt.